Hallo und herzlich willkommen, Chat, zu meinen Top 3 der Saison-Highlights aus der Saison 21-22 hier bei Match Report. Ich habe eine sehr persönliche Auswahl getroffen. Wir starten mit Auswahl 3. Marius. Also, ich wusste, dass ihr sehr sportliche Highlights nehmen werdet. Jetzt lachen sich ja viele. Deswegen hast du kein sportliches Highlight genommen. Naja, also das Spiel war kein sportliches Highlight, aber ich, es war ganz, also ich habe wirklich so, also wir lachen da jetzt alle, aber es war tatsächlich für mich einfach ein Highlight, weil das war das erste Mal, dass ich in der Landesliga gespielt habe. Und ich fand es witzig, dass es davon ein Bild gibt. Und dann auch noch gegen Landesliga-Legende Petro Kepler. Gut, es stand da schon 7-0, aber... Moritz, zu dem Zeitpunkt stand 7-1. Nicht 7-0, ja, um das mal. Wer hat geknipst? Oh Gott. Oh Gott. Machte diesen. Also, das war meine, das ist mein Platz 3 tatsächlich. Mein Landesliga-Debüt für den FC Rottenburg. Vor allem, wie dynamisch ich auf diesem Foto aussehe. Das ist total dynamisch. Oh. Wie du auch den Vernass einfach. Also. Ja, vor allem gut, ich bin beidfüßig, wie man weiß, aber mit meinem tendenziell schwächeren Fuß. Dass du den so drehen kannst. Ja, das kann. Wenn du bei uns ins Auto steigst, dann ist immer. Ja, also ich würde sagen. Das Marius, bereite dich mal die Top 2 vor. Moritz. Boah, ich habe gerade eine brutale Idee. Komm. Weil, also ich würde jetzt gerne was trinken, aber ich habe gerade nichts mehr hier. Aber warte, vielleicht kommt der. Schief geht. Manchmal fallen Beisinger vom Himmel. Oh mein Gott, Clip, das müssen wir an Paul schicken. Wow, what? Ihr wisst ja, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. So. 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 Jetzt muss ich selber gucken. Ah, also, wir hatten es gerade jetzt schon von Hanno schreibt schon Clip. Ja, den Clip kann man tatsächlich machen. Wir hatten es schon von dramatischen Momenten, wir hatten es von Teamerlebnissen, wir hatten es von Einzelsportlern heute, die erfolgreich waren, die sich durchgekämpft haben. Und mein Platz 2 erzählt auch eine Geschichte von einer Person, die sich durchgekämpft hat, ja? Die mit Höhen und Tiefen kämpfen musste und das alles in einem Spiel und die bei uns auch ganz speziell auf YouTube und in unserer Community sehr viele Sympathiepunkte an diesem Wochenende erfahren hat. Jetzt weiß ich. Mein Platz 2 ist, Marius, du darfst das einblenden, Marius Stiebel von der SG Altingen Entringen in unserem Vlog auf YouTube vom Spiel bei der SGM Kievingen-Bühl. Ah, sehr gut. Es ist eine herrliche Erinnerung an diesen Tag gewesen. Danke. Also die Geschichte aus unserer Sicht war folgendermaßen. Wir haben gesagt, komm, wir gehen da hin, wir gucken uns das mal an. Es gab irgendwie Pulled Pork Burger und irgendwas wurde angekündigt. Kievingen wollte Meister werden, haben es geschafft. Aber die beste Side-Story, die so ein geiles Event und so eine Feier schreiben kann, war die von Marius Schiebel. Herrlich. Tom, wie war für dich der Tag? Der Tag war krank. Ich meine... Und für den Hanno Nautil, das war der Tag auch krank, weil die sind aufgestiegen an dem Tag. war witzig, geiles Wetter. Spiel in meinem damals noch Wohnort Bühl. Durften wir da mal wieder ganz klassisch einfach auf dem Sportplatz laufen, zu Fuß hingehen. Ja, dann da ein, zwei, drei Bier getrunken. Mit Fans, mit Zuschauern, mit Spielern, mit Leuten, die auf der Bank saßen. Also ich, leckeres Essen, überragender Tag. Und dann passiert da diese Story. Also das Spiel war dann ja nach 60 Minuten oder so durch, nachdem Kievingen relativ deutlich vorne war. Und dann passiert, dass Marius Schiebel zum ersten Mal mit Krämpfen vom Platz muss, zu uns herkommt, fast schon nicht mehr laufen kann. Er lief wie auf Eier, hat er gemeint. Er ist aber am Tag davor 100 Kilometer Rennrad gefahren, hat er gemeint. Und hat dann nochmal einen Tag davor Uni Cup gespielt, irgendwie so. Und 5 Minuten später ist dann weitergelaufen von uns. Niemand hat mehr hingeguckt. Wir gucken nach links, steht dran. Er wird Nummer 73, wird eingewechselt. Und nochmal 5 Minuten später saß er dann wieder da bei uns und hat sich wieder beide Beine gestreckt. Das Geile ist, dass das Bild ist von seinem ersten Krampf. Also nach dem Bild, ja, wie man hier sieht, kam er nochmal rein. Ja, also nach dieser Situation, Chat, hat er sich nochmal einwechseln lassen und nochmal auswechseln lassen vor allem. Und noch besser finde ich, die Kirsche oben drauf ist, dass Kievingen Bühl ein Tor geschossen hat und derjenige, der das Tor geschossen hat, beim Jubeln zu ihm hingelaufen ist und ihm die Krämpfe aus dem Fuß rausgedrückt hat. Also im Jubel. Geil.
Herrlich. Ja. Also es war für mich ein sehr persönlich sehr schönes Highlight und ich glaube, das beschreibt irgendwo, also ich glaube, der Erfolg dieses Vlogs oder warum der so oft geklickt wurde auch, liegt einfach darin, dass das, also dieses Video beschreibt doch das alles, warum wir Amateurfußball lieben. Das beschreibt doch alles. Ja. Das beschreibt, was das ausmacht, dieses Bratwurst und Bier auf dem Sportplatz. Das beschreibt, es gibt Meisterfeiern und es beschreibt, dass es halt Freizeitsport ist, dass es Krämpfe gibt und dass es vor allem alles Spaß macht. Und das war einfach in diesem Tag so geil komprimiert. Unfassbar schöne Erinnerung an diese Saison. War gut. Boah. Marius, danke. Ich finde es aber gut, Moritz, dass du so ein paar Highlights aus deiner Sicht, so deine persönlichen Highlights nimmst. Ich habe auch geschwankt, ob ich jetzt rein sportlich bleiben soll, aus der Sicht der Redaktion eines objektiven Journalisten, hier meine Top 3 zusammensuche. Werden wir gleich sehen, ob ich das beibehalten habe, aber ich finde es sehr gut, dass du so deine persönlichen Warte mal ab auf Platz 1. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine geile Mischung bisher, finde ich irgendwie. Genau deshalb haben wir es ja nicht abgesprochen, sondern jeder macht so das, auf was er kam als erstes. So, Jeff. Mogul. Du darfst schließen. Es hat eine besondere Tragik und Ironie im Gleichen, dass der letzte Pick auf Platz 1 an mich geht in der Viererrunde und dass vor allem mein Platz 1 dann auch, finde ich, einen würdigen Abschluss von all den Sachen ist. Wir hatten jetzt 4x3 Highlights aus der vergangenen Saison. Wir hatten sehr viele Mannschaften, wir hatten viele spannende Geschichten aus der früheren Phase der Saison, aus der Endphase der Saison. Wir hatten Damenfußball, wir hatten Männerfußball, wir hatten anderen Sport. Und jetzt kommt auch, ähnlich wie Toms Platz 2, von mir ein Highlight, das eigentlich nur ein Symbolbild ist für ein Gesamterlebnis. Und ich würde gerne den Marius bitten, dass er das jetzt einblendet und dass wir reihum jetzt wieder eine Top 3 machen mit Begriffen, die uns dazu einfallen. Ui. Jawohl. Und ich fange damit an. Ich sag, weil ich muss überlegen. Warte, nochmal, was war die Aufgabenstellung? Es geht einfach nur darum, was ihr mit diesem Bild assoziiert, welche Begriffe. Jeder drei, reihum. Mhm. Ich assoziiere damit Palm-Uwe. Das ist die Geburtsstunde von Palm-Uwe, tatsächlich. Also, für euch zumindest. Okay, ich habe auch einen Begriff. Okay, Marius, mach du weiter. Sorry. Ich assoziiere damit Sorbet. Ich sag Fête de la Musique. Ich sag Beer O'Clock. Ah, ich bin wieder dran. Ich sag Taxi-Heimfahrt im Ausnahmezustand. Ich sag Musique de la Fête. Ich sag der beste DJ der Welt. Boah, jetzt habt ihr mir alle, alle vorausgekommen. Ich sag Sorbet als Heilmittel gegen Kopfschmerzen. Gut, klar. Hanno schreibt Laila, schöner, jünger, geiler. Nee, die assoziiere ich tatsächlich nicht damit. Mein letzter Pick dazu ist was fällt mir da noch ein? Rave. Mir fällt dazu der Begriff Rave ein. Okay. Mir fällt dazu der Begriff Freundschaft ein. Oh. Ich sag Ausrufezeichen Jahresabschluss. Bei mir geht es in die Richtung von Marius und es ist nicht nur ein Begriff. Eine schöne Zeit mit schönen Menschen. Hey. Fällt mir dazu ein. Wow,
Schön. Oh. Also war eher eine spontane Idee, aber ich glaube, für den Chat war es jetzt vielleicht so der cringeste Moment in dieser Saison. Aber Chat, wir hatten... Jahresabschluss. Es ist Jahresabschluss. Habe ich doch gesagt. Mann! Oh. Also wir wollten, genau wie ihr lesen könnt, und das war dann irgendwann auch der Running Gag, im Frühjahr hatten wir die Idee, wir sind ja sowas wie eine Sportmannschaft und deshalb machen wir auch den Saisonabschluss, so, weil unser Geschäftsjahr geht ja von Juli bis Juni und nicht von Januar bis Dezember. Und deshalb wollten wir ursprünglich in unserem Team auf einen Jahresabschluss auf einem Hausboot. Also so eigentlich auch eine sehr coole Idee. Ich bin auch stark dafür, dass wir das mal noch wiederholen. Und leider gab es da eine Fehlbuchung, für die unser Redaktionsleiter verantwortlich war. Und seitdem gibt es diesen Chat-Command, einfach um ihn ständig daran zu erinnern, dass wir eben nicht mit dem Team auf einem Hausboot zum Jahresabschluss waren, sondern in Frankreich, in einer sehr schönen Unterkunft. Und bei Ausrufezeichen YouTube findet ihr auch den Vlog zu unserem Jahresabschluss. Ich glaube, den findet man auch mit Oswald seinen Vlog und der kam vorher mal schon. Oh mein Gott, wir haben so viele Commands. Da. Wow. Ja, also ihr werdet es auf jeden Fall finden. Und das ist im Endeffekt dann der Abschluss vom Saisonabschluss gewesen. So, also jetzt einfach ein sehr schönes Ende einer sehr schönen Zeit. Und das wollte ich unbedingt mit reinnehmen, weil mein Jahresabschluss war ja sowieso ein bisschen besonders, beziehungsweise ein bisschen alternativ. Also wenn jetzt gerade die YouTube-Zuschauer drin sind, dann schaut lieber mal bei den anderen vorbei, wenn ihr sportliche Highlights wollt. Mein Saisonabschluss war sehr egozentrisch und sehr off-topic. Während sich auch Jonathan Palm gerade aus dem Stream verabschiedet. Aber er wird zurückkommen, ich bin fest davon überzeugt. Okay, Johnny, bist wieder da. Also du hast jetzt leider unseren letzten Take verpasst zu meinem letzten Punkt, aber nicht so schlimm. Schön, dass du wieder da bist. Wir müssen jetzt aber unsere YouTube-Zuschauer verabschieden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt jetzt hier auf Gefällt mir oder kommentiert da unten mal, was euer Saison-Highlight war. Und wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, weil ihr so witzig uns alle findet oder weil ihr Beisinger so lecker findet, dann drückt jetzt auf die Glocke, weil dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochladen. Also beispielsweise Highlights von Streams oder irgendwelche Zusammenschnitte von unseren normalen Talk-Formaten oder irgendwelche neuen Formate, wie zum Beispiel Match Report in Gefahr. Könnte vielleicht was kommen. Oder vielleicht zum Beispiel unsere Doku, also die TVR-Doku, wer die noch nicht gesehen hat, einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Und jetzt geht ihr ganz fleißig und brav zu dem, ich weiß nicht, wo die sind, und guckt bei denen mal in die drei Saison-Highlights von der Saison 21-22 bei Match Report. Und jetzt winken alle zum Abschluss und wir sagen Tschüss. Tschüss. Und ich wollte schon immer diesen Satz sagen, bevor der Marius jetzt draufdrückt. Kommt gut durch Aspekte. Ja, Junge.